Servus Leute, und es geht weiter in Pokémon Weiße Edition. Hallo! Ja, genau, der Einsatz wird immer besser. Ja. Okay, hier steht kein Griffel rum. Nein. Wir sind jetzt bei Vivian, eine Freundin von Professor Esche. Ah, okay. Die uns voll labert. Wissenschaftlerin. Sollen wir es lesen? Oder kannst du es auswendig? Ganz auswendig nicht, aber sie möchte ein bestimmtes Pokémon, ein Somnian, weil das einen Traumdunst hat. Und deshalb sollen wir gleich in die Traumbrache gehen und das suchen. Und dafür haben wir auch den Zerschneider bekommen. Okay. Kann man das auch fangen? Nein, jetzt noch nicht. Okay. Ja, ja, ja. Und zur Info, die da ganz links steht, das ist der Bill dieses Spiels, sag ich mal. Cool. Das ist Rubina. Die solltest du auch mal ansprechen, damit da nicht immer jemand des PCs steht. Okay, werde ich machen. Rubina. Cool. Großartig. Gut. Warte, da war... Ist leer. Das müsste ich jetzt einfach machen. Ja, du bist bekannt als der immer die Abfall. Da ist noch einer. Nein. Ich bin. Nein. Okay, wir wurden überstimmt. Obwohl, guck mal aus dem Fenster, da war was. Siehst du es nicht? Ja, das Fenster ist ganz hinter mir. Da muss ich mich komplett einmal umdrehen. Hast du es nicht gemacht? Nein. Ach, dann hast du es ja gesehen. Verdammt, okay. Ich muss es einfach tun. Aber ob jetzt gebe ich mir wirklich Mühe, keine Mülleimer anzugucken. Versprochen. Also. Mal gucken. Ihr habt's gehört. Nicht, aber der Drang ist so groß. Ich muss einfach. So, Entschuldigung, wenn es hier mal eben was länger dauert. Ich musste mich eben hinsetzen. So. Wah! Was habe ich denn jetzt gemacht? Na, du musst eh jemanden Zerschneider beibringen. Oh, okay. Ja, das war natürlich gewollt hier. So, ja. Du kannst jetzt übrigens auch speichern, ne? Was habe ich? Also die Tasche ist cool aufgemacht, finde ich. Aber da findet man immer so schlecht alles. Ich finde, wurde aktiviert. Ja, toll. Man kann in dem Spiel ja auch nichts mehr in den PC ablegen, das ist doch etwas blöd. Viel Lilo. Den brauchst du am wenigsten. Ja, aber muss ich jedes Mal wieder so ein extra Pokémon mitnehmen, aber Zerschneider ist eh doof. Also ich glaube, du kommst doch ganz gut ohne Zerschneider das Spiel. Ah, okay. Und ohne, sag ich jetzt nicht, ohne eine andere VM. Okay. Ja, so. Boah, ich bin voll verplant mit der Steuerung. Ne? So, es geht weiter. Wir sollten speichern, hast du gesagt? Ja, wäre vielleicht mal ganz nicht schlecht. Sonst Feuer drückst du wieder den Escape-Knopf und dann... Kopf, ja. Kopf. Ich drücke den Escape-Kopf und da kommt Bell auch schon. Ja. Hätte ich mal doch den Escape-Kopf. Ich halte da nicht noch drauf rum. Ich habe voll die Sprachfehler, wenn ich Escape-Kopf sagen will. Okay, also lassen wir es besser und dann Knopf. So, schnell sichern. Ja. Ja, ihr seht schon, wir haben 2,5 Stunden schon gespielt. Eine Menge Zeit und ihr wart fast die ganze Zeit dabei, bis auf die 1,5 Stunden, wo ich trainiert habe. Er ist nicht der Schnellste. Das liegt am Alter. Was? Mann. Wie sein soll, jemand Träume zu zeigen. Ja, ja, ich werde sie zeigen. Hat die Fähigkeit, so Halluzinationen zu erschaffen. Okay. Ja, wir gehen nachsehen, aber. Ja. War hier nicht irgendwie was? Okay. Nein, da ist kein Mülleimer. Und da ist das Pokémon, was wir suchen. Bim, bim, bim. Müssen wir das irgendwie jagen oder was? Nein. Einfach. Oh nein! Weißt du noch, wie die hießen? Ich weiß, dass der Anführer Gichis heißt. Ja, da kannst du dir wieder merken, ne? Die unmöglichsten Namen. Nur, dass die Leute Team Plasma heißen, ne? Ah ja, genau, da war's. Das sind die Bösen in dem Spiel. Mann, die sind doch wichtig. Die wollen das arme Pokémon jetzt klauen. Schaffen die das? Okay, nicht spoilern. So. Spoilern, nicht spoilern. Wollte ich das sagen. Also Leute, denkt dran, es heißt spoilern und nicht spoilern. Ja, und das heißt Fraps und nicht Fraps. Ja, ja. War da Ironie dabei? Nein. Okay. Überhaupt nicht. Ja, und sie treten jetzt das arme Pokémon, damit das den Traumdunst abgibt. Okay, gibt es das ab? Tonstörung. Okay. Wir müssen kämpfen. Jawohl. Oh, das ist eine geile Aufmachung.
Ja, das ist cool. Ich finde sowieso, dass Team Plasma mal so ein bisschen was darstellt, sag ich mal. Es ist etwas spannender als Team Rocket oder so. Ja, stimmt. Oh nein. Tja, ich glaube, wir haben verkackt. Ups. Kommt nur dieser eine Kampf, oder? Ich weiß gar nicht, ob beide wollen. Ja. Warum warst du nicht im Pokémon Center? Warum hast du nichts gesagt? Egal, wir geben uns jetzt nicht gegenseitig die Schuld für halt den Kampf. Genau, wir wollen es etwas schwerer machen. Weil, ja, bis. Ihr seht, Kremak hält einiges aus und wir... Also, wir haben ja auch nur gerade unserem Fililo Zerschneider beigebracht. Da haben wir überhaupt nicht gesehen, dass unsere Pokémon angeschlagen sind oder so. Nee, ich weiß auch nicht, wie das geht. Und du hast mich so abgelenkt und wenn der jetzt nicht K.O. geht mit der Attacke, dann ist scheiße. Dann können wir alles nochmal machen. Ach, so viel war das. Wir haben doch nämlich gerade gespeichert. Ja, aber jetzt ist Grimmack. Ach, geschehen. Du kannst nix. So. Ich hoffe, du hast nicht mich gemeint. Nein, natürlich nicht. Wie setzen wir jetzt einfach? Ja, komm. So. Schneiden wir das raus? Natürlich nicht. Boah. Also ich wäre dafür, wir schneiden das raus. Nein. Das ist ja peinlich. Ach Quatsch. Das kann jedem Pokémon-Trainer-Anfänger mal passieren. Ja, aber ich bin kein Anfänger. Ja, du... Und du lenkst mich so dermaßen ab. Du warst auf Toilette gewesen. Du warst gerade nicht dabei. Da schneiden wir raus hier gerade deine Tonspur. Später. Ja. Also, ihr habt gemerkt, wir gehen jetzt zum Pokémon-Center, weil es kann ja immer passieren, dass gleich ein Pokémon-Kampf kommt. Weil man weiß ja nie, was passiert. So. Man weiß es nicht. Man munkelt. Ja, man munkelt, man munkelt. Okay. So, ich würde aber sagen, wir tun Otero nach vorne, denn Grillmark ist irgendwie nicht so gut gewesen. Genau, ging eigentlich, ne? Der war halt nur angeschlagen. Ja, aber der hat die Geduld auch nicht überlebt. Das stimmt. Das Problem ist, dass der nicht mit zwei Attacken... Das ist Geile ist, Otero war fort. Ja, warte. Grimmack war letzter. Alle anderen waren kaputt. Genau, okay. Ja. Nochmal. Ja, okay. Das hat mich jetzt ein bisschen außer Konzept gebracht, aber egal, schaffen wir schon. Ja, will ich. Ja. Der Baum ist genauso groß wie wir. Die werden auch immer größer. Mogelbaum. Nein. Okay, weil... Achtung, Spoiler. Bei der goldenen, silbernen und Kristall, die habe ich nämlich noch gespielt. Da gab's Mogelbaum. Also Standbaum. Der war gar nicht schlecht, ich habe mal mit ihm gespielt. Ich auch. Ich fand den cool. Ja, aber er war nicht knuffig. Nee, das stimmt. Ich finde, ich glaube, das ist ein knuffiges Pokémon da, oder? Das Sumniam. Das sieht aus wie eine Spardose. Ja? Sparschwein. Voll. Also so auf jeden Fall. Ist das so im Kampf? Hast du das mal benutzt? Als Gegner nur. Okay. Das sieht da auch so aus? Ja. Das ist ein Psycho-Pokémon. Und merke, Psycho-Pokémon sehen aus wie Spardosen. Ja, Kadabra, Psyana, alle auf die Spardosen. Ja. Und Mew und Mewtwo genauso. Ja, aber mit Mew habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Nur mit Mewtwo. So, da waren wir jetzt, glaube ich, ungefähr. Genau. Und jetzt machen wir ihn kaputt, denn wir haben Otero und der entwickelt sich in der nächsten... Ja, mindestens im nächsten Part, das verspreche ich euch. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Weiß auch nicht. Okay. Wir kennen uns wirklich erst richtig seit gestern. Das kann ich euch versprechen, Leute. Wir hatten vorher nie Kontakt. Wir sehen uns völlig fremd. Ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Irgend so ein Kerl. Ja. Ich sag jetzt nicht, was ja erst gedacht wurde. So ein bisschen von der Verwandtschaft. Nein. Nein. Verteidigungswert. Der ist irgendwie ziemlich hoch bei Otero. Otero ist sowieso cool. Otero ist awesome. Okay. Sag es. Sag es. Knuffig! Knuffig, knuffig, ja. knuffig, süß. Knuffig und süß. Kein Lied. Du solltest es nur einfach sagen. Ich hing irgendwie fest mit meiner Stimme. Ach so. Leid. Ja, irgendwie war Internet gerade komisch und deswegen hat sich das so wiederholt.
Aber wenn der sich entwickelt, dann ist der irgendwie total cool. Dann ist der zwar nicht mehr so knuffig, aber stark. Das ist das Wichtigste. Eigentlich war immer Hydropi mein Lieblings-Pokémon, aber Otaro hat irgendwie... war besser. Boah, mit einer Attacke? Nee, nicht schlecht. Wir haben es irgendwie mit dem einen Punkt, ne? Otaro kann alles. Ja, du hast ja schon angesprochen, dass das irgendwie ziemlich schwer ist, mit einer Attacke hier die Pokémon. Ja, aber nicht diese. Da kommen später noch so ganz bestimmte Pokémon. Ah, okay. Ja, dann sind wir Meister des 1 KPs. Und sie treten schon wieder gegen das arme Schwein. Oh nein. Was? Und mystischer Teleport. Jeeches ist da. Ja, ist der denn da hingekommen? Hä? Wie? Warum sind das mehrere? Beantwortet das deine Frage, ob er den Traumdunst einsetzt? Jetzt bist du sprachlos, ne? Ist das Traumdunst? Naja, es ist zumindest, würde ich sagen, nicht unbedingt echt. Ah, okay. Auch wenn die beiden Vollpfosten das noch nicht geschnallt haben. Das erklärt vielleicht die Musik. Was ist das? Und das ist die Weiterentwicklung. Somnian. Nein, Somnivora, oder? Okay. Doch, Somnivora. Ja, irgendwie sowas. Aber ich kann die Namen alle noch nicht so. Aber das sieht zumindest schon mal angenehmer aus. Oh nein, wer... Ach, das ist Vivien, okay. Das sieht aus, als wenn dem die Nase laufen würde. Ist doch ekelig. Somnivora ist aber ein ziemlich langer Schnodderfall. Sie hauen ab. Sie lassen ja, uns da. Und haben den Traumdunst hinterlassen für Vivien. Die sind aber nett. Ja. So, ja, komm, laber mich nicht zu, wir wollen weiter. Alter! Ja. 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 Ich fand das Geräusch cool. Ja, jetzt müssen wir leider wieder hinterherlaufen. Oh nein, wieder zurück. Ja. Werden wir wenigstens rein dran teleportet? Nein, werden wir nicht. Nein. Aber ich... Da unten ist ein Pokéball und da kommen wir partout nicht hin. Hier oben ist Gras. Kommen hier neue Pokémon? Ja. Nee, nichts Interessantes. Okay, wir... Da liegt was auf dem Dach. Wie kommen wir da hin? Noch nicht. Okay, dann gehen wir also zurück, schnell ins Pokémon-Center und dann wird gespeichert. Genau. Aber ich kann dir versichern, bald kommen interessante Pokémon. Okay, wir cutten jetzt, glaube ich... nein, wir haben noch... Haben wir ein bisschen Zeit? Keine Ahnung. Ja, bestimmt. So, okay. Wir heilen ganz schnell und danach cutten wir. Wunderbar. Ja, nur für dich, weil du ja die Musik nicht hörst. Ja, dann musst du aber auch das ganze LP jetzt durch immer sehen. Okay, das lassen wir denn. So, wir machen hier erstmal einen Cut und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.